Das Gitter ist abgeschlossen. Heilige Schriften, alles Latein. Auf dem heiligen Altar liegt ein Tuch mit goldenen Stickereien. Pater Frederick? Ja? Kann ich mit Ihnen sprechen? Aber sicher, mein Sohn. Ich höre. Ich bin Samuel Gordon. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben, aber ich erinnere mich an Sie. Ich möchte Ihnen danken für das, was Sie bei der Trauerfeier gesagt haben. Sie müssen mir nicht danken. Es war das Mindeste, was ich für William tun konnte. Pater, ich möchte mit Ihnen über William sprechen. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Was bekümmert Sie, mein Sohn? Ich weiß, dass er oft hierher kam. Ja, genau wie viele andere Leute, die regelmäßig beichten, um ihre Seelen zu entlasten. Aber ich weiß auch, dass er nachts herkam. Können Sie mir erklären, warum? Nun, da Sie es sind, kann ich es wohl sagen. Er hat mich immer wieder gebeten, ihn in den alten Glockenturm zu lassen. Er war so hartnäckig, dass ich am Ende seine Bitte erfüllt habe. Haben Sie eine Ahnung, was er dort gesucht hat? Nein, habe ich nicht. Er wollte alleine sein und das habe ich respektiert. Er blieb immer lange dort. Wenn er ging, war er jedes Mal völlig erschöpft. Mehr weiß ich wirklich nicht. Ich habe gehört, dass man vor langer Zeit hier auf dem Dachboden Ketzer hingerichtet hat. Den Chroniken nach fanden die Prozesse genau über der Stelle statt, an der wir jetzt stehen. Ein seltsamer Standort für eine Kirche, finden Sie nicht? Es war Marcus Gordon, Ihr Vorfahr, der die Kirche hat erbauen lassen. Er wollte wenigstens teilweise die Sünden und Ungerechtigkeiten wiedergutmachen, die hier stattgefunden haben. Ich glaube, er hat den richtigen Weg gewählt. Sehen Sie sich das an, Pater. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Ich fürchte, nein. Es ist sehr alt, würde ich sagen. Ansonsten kann ich nichts darüber sagen. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Sagen Sie, Pater, was wissen Sie über Marcus Gordon? Er war einer der großartigsten Männer seiner Zeit, das genaue Gegenteil seines älteren Bruders. Mordred war ein grausiger Antichrist. Er pflegte bei Scheinprozessen Unschuldige zu foltern und zu missbrauchen. Gott sei Dank war er nicht lange an der Macht. Marcus ermutigte die Bauern, sich gegen ihn aufzulehnen. Und es gelang ihnen, ihn zu stürzen. Sie können stolz darauf sein, dass Marcus Blut durch ihre Adern fließt, mein Sohn. Pater, darf ich etwas beichten? Natürlich. Möchten Sie das jetzt machen? Nein. Ich meinte später. Glauben Sie mir, so etwas sollte man nicht hinauszögern. Ich komme später wieder. Versprochen. Pater, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich würde mich gerne im alten Glockenturm umsehen. Aber mein Sohn, der Glockenturm ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Warum wollen Sie dorthin gehen? Das kann ich im Moment leider nicht beantworten. Aber es ist sehr wichtig, glauben Sie mir. Also gut. Ich werde eine Ausnahme machen, aber nur dieses eine Mal. Danke. Folgen Sie mir bitte. Ich werde Sie alleine lassen. Ich muss zur Kirche zurück und anderen dienen. Natürlich, Pater. Danke. Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind, damit ich das Gitter wieder schließen kann. Natürlich. Ich muss dahinter kommen, wie William in Marcus Grab gelang. Ich gehe nicht, ehe ich den Eingang gefunden habe.
Ein Madonnenbild. Das führt zum hinteren Teil des Friedhofs. Die Form ähnelt dem des steinernen Objekts. Darüber muss William in seinem Tagebuch geschrieben haben. Ich muss dahinter kommen, wie es funktioniert. Thank you.
endlich die richtige Kombination. Hier lässt sich kaum atmen. Es ist die gleiche wie oben. Verflucht. Was war das? Der Eingang hat sich geschlossen. Ich muss ihn irgendwie öffnen, sonst komme ich hier nicht wieder raus. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Die Heiligen Vier im Jahre des Herrn 1243. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Es funktioniert. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Man sieht ihn in der Kälte, sonst bleibt er meist im Auge verborgen. Sanft wie das Licht, leicht wie eine Feder. Doch keine Kreatur dieser Welt kann ohne ihn existieren. Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie, grau wirft man sie fort. Die Seiten sind gut erhalten. Ich werfe einen Blick hinein. Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Mm-hmm.
von Marcus Gordon persönlich. Marcus, der erste Gordon. Das muss der Schlüssel sein, von dem William in seinem Tagebuch schrieb. Der erste von den fünf. Kein Mensch heute erinnert sich an den Ursprung des Portals zwischen den Welten, den Black Mirror. Diese Aufzeichnung soll als Warnung an jene dienen, die sich blind nach Macht sehnen, vom Pfad des Schicksals abkommen und ihre Seelen den Kräften des Bösen öffnen. Unser Schlossherr Mordred, ein amoralischer, schlechter Mann, quälte das Volk dieser Länder viele Jahre lang mit seiner Bosheit und seinem Hass. Seine Macht wurde jedoch durch Marcus gebrochen, als dieser vom Krieg gegen die Heiden in fernen Ländern heimkehrte. Mordred, wohl vertraut mit den Gewohnheiten seines Feindes, traf sorgfältige Vorbereitungen, um den Angriff seines Bruders abzuwehren. Wissend, dass selbst die starken Schlossmauern dem Angriff nicht ewig standhalten würden, stieg er in die Gruft unter der Kapelle hinab. Dort, im Herzen der Dunkelheit, öffnete er den Black Mirror und bat die Wesen der Schattenwelt um ihre Hilfe, um sein Schicksal abzuwenden. Er war jedoch nicht der Einzige, der von den geheimen Gängen unter dem Schloss wusste. Durch diese schicksalsschwere Entscheidung gelang es Mordred, die Oberhand zu gewinnen. Für Marcus wurde die Zeit knapp. Während seine Männer um ihn herum starben, begriff Marcus, was er tun musste. Zornerfüllt kämpfte er sich durch die Reihen des Feindes und in das Labyrinth, das zur unterirdischen Kapelle führte. Dort überraschte er seinen Bruder und hieb mit aller Macht auf diesen ein. Mit dem Zorn der Gerechten traf sein Schwert sein Ziel und kalter Stahl durchstach das Herz des Tyrannen. Der Sieg war zum Greifen nahe. Am Rande des Abgrunds schwankend, nahm Mordred seine letzte Kraft zusammen und sprach seine letzten, verzweifelten Worte. Im Angesicht seiner Niederlage stieß er mit hasserfüllter Stimme die finsteren Verse des Fluches aus. Auf denen deines Blutes, die deinen Namen tragen, soll ein Fluch lasten. Einer deiner Nachfahren wird die Seelen von fünf Sterblichen bekehren. Dies wird der Katalysator sein, der meinen Zorn wieder zum Leben erweckt. Und ich werde zurückkehren. Wenn deine Tage beendet sind, wird mich niemand mehr aufhalten. Dann fiel Mordred auf die Knie, und als er seinen letzten Atemzug nahm, wurde er vom schwarzen Maul des Black Mirror verschlungen. In diesem Augenblick erklang ein ohrenbetäubendes Donnern, und die Kapelle wurde von einem blendenden Licht erfüllt. Danach folgte gespenstische Stille. Eines bleibt noch zu tun. Marcus übergab vier Schlüssel der Macht an die Lords der Familie Gordon. Den fünften Schlüssel behielt Marcus selbst. Nie wieder sollte der Schlüssel in die Hände eines Sterblichen fallen und das Tor zwischen den Welten des Guten und des Bösen geöffnet werden. So endet die Geschichte unseres Lords, der uns in den finsteren Zeiten gerettet hat. Möge seine Seele ewig in Frieden ruhen. Isidor Whale, in treuem Angedenken an Marcus Gordon, 1240 AD. Black Mirror. Die geheime Kapelle, die im Buch erwähnt wird, muss sich irgendwo unter dem Schloss befinden. Ich werde die fünf Schlüssel suchen und das zu Ende führen, was William nicht gelang. Ich sehe nichts von Interesse. Da drüben kann ich nichts sehen. Ich bleibe vorläufig noch im Licht. Die Decke ist hier teilweise eingestürzt. Das Grab ist sehr alt.
Wo ist sie hin? Tut mir der Arm weh. Es hätte allerdings noch schlimmer kommen können. Ich kann von Glück reden, dass ich noch lebe.